Hi Leute, ich bin's Albert von wpreader.de und in diesem Video werfen wir mal einen Blick auf die Windows 10 Insider Preview in der Build-Version 10.159. Einigen von euch dürfte ja bekannt sein, dass Microsoft zwei Build-Versionen an zwei Tagen veröffentlicht hat, nämlich die 10.158 und nun auch die 10.159. Und ja, ihr fragt euch vielleicht, was ist der Unterschied zwischen den beiden Builds? Einerseits eben dieser Hintergrund, den ihr jetzt sehen könnt, nämlich der offizielle Windows 10 Hintergrund ist jetzt standardmäßig drin und es ist auch hinzugekommen anscheinend, wie Gabe Orle eben im offiziellen Blog gemeint hat, es sind 300 neue Bugfixes drin, aber von denen habe ich jetzt persönlich nichts mitbekommen, muss ich sagen, aber es sind wahrscheinlich ganz kleine Fehler, die man eben hier korrigiert hat. Und was sind die Neuerungen im Vergleich zu 10.130, also zur letzten Insider-Preview-Build, die veröffentlicht worden ist? Und dazu schauen wir gleich mal auf den Lockscreen. Sperre ich einmal den PC hier. Und ja, der Lockscreen ist jetzt ein klein wenig anders, denn auf der linken unteren Seite werden nun Datum und Uhrzeit angezeigt. Ist weiterhin so, das war ja auch bisher so. Aber der Unterschied ist jetzt, dass die Schrift ein wenig kleiner geworden ist und noch weiter nach links gerückt ist im Vergleich zu Windows 8 zum Beispiel. Und ja, wenn man dieses Hintergrundbild dann nach oben schiebt, dann bekommt man den neuen Lockscreen und der sieht dann eben so aus. Man hat hier seinen Desktop-Hintergrund am Lockscreen und nicht mehr wie früher einfach die Akzentfarbe. Das ist jetzt ebenfalls neu, sieht auch sehr schön aus, finde ich. Und ich habe jetzt eben jedes Mal, wenn ich den PC starte, dann das Windows 10 Logo, solange ich eben das als Hintergrund habe. Okay, jetzt werde ich mich mal versuchen anzumelden. Und ja, jetzt sind wir auch schon drin unter Windows 10. Was gibt es jetzt Neues? Einmal, die Taskleiste hat sich ein wenig verändert. Es gibt einige visuelle Veränderungen, auch Neuerungen in dem Bezug. Beispielsweise hat man hier unten rechts jetzt für diese ausgeblendeten Symbole einen neuen Pfeil. Der sieht jetzt so aus und nicht mehr den alten wie unter Windows 8. Und ebenfalls neu ist jetzt auch Cortana. Also hier hat sich einiges verändert. Diese befindet sich jetzt in einem finalen Stadium. Und die größte Änderung bei Cortana ist jene, dass man jetzt hier bei Cortana, wenn man die eben nach oben aufmacht, eben keine Einstellungen mehr hat. Das heißt, man hat hier nur noch das Notizbuch, Erinnerungen und eben die Startseite und natürlich noch das Feedback an Microsoft. Aber ich denke, auch das wird noch bis zur RTM-Version von Windows 10 entfernt werden. So, als nächstes haben wir hier auch beim Startbildschirm eine kleine Veränderung, die zeige ich nachher beim Tablet, also in einem weiteren Video dann beim Tablet lieber vor. Am Desktop sieht man es vielleicht nicht so gut. Man kann jetzt bei alle Apps einfach hier nach oben ziehen und dann werden sämtliche installierten Programme angezeigt. Ja, auf jeden Fall, viele von euch haben sich bereits lange darauf gefreut. Es gibt einen neuen Browser unter Windows 10 und jetzt ist auch der Name hundertprozentig offiziell, kann man schon sagen. Denn Microsoft Edge heißt jetzt auch so in Windows 10. Und ist jetzt natürlich auch mit einigen neuen Features besetzt worden. Denn es gibt jetzt ein dunkles Theme, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe es jetzt auch selber gleich eingestellt. Und dazu schauen wir mal in die Einstellungen, was es hier alles Neues gibt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel das Theme zwischen Schwarz und Weiß ändern, also hell und dunkel. Das sieht dann so aus. Ich finde das Schwarze ehrlich gesagt schöner, deswegen behalte ich mir das. Und außerdem kann man jetzt festlegen, wie was mit dem Browser geöffnet wird, also die Startseite, die neue Tab-Seite, vorherige Seiten oder eine bestimmte Seite. Oder man kann jetzt auch, wenn ein neuer Tab geöffnet wird, auswählen, ob beste Websites und empfohlener Inhalt angezeigt wird, das heißt eigentlich Nachrichten aus Bing, oder eben beste Sites, also die Top-Seiten, oder einfach eine komplett leere Seite. Und auch die Leseliste und so weiter kann von hier aus bearbeitet werden. Ansonsten gibt es wirklich nichts Neues an Microsoft Edge, der sieht jetzt weiterhin so aus wie bisher. Hier hat man dann die Account-Einstellungen, auch bisher schon so gewesen und mir gefällt er ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, er funktioniert auch deutlich besser als der Internet Explorer, habe ich auch selbst bei einigen Seiten getestet und ich finde es auf jeden Fall gut und ist auch sehr schnell. Noch ein bisschen unzuverlässig, muss ich sagen, manchmal stürzt er einfach ab, aber im Vergleich zu 10.130 hat sich der Internet, ich sag schon Internet Explorer, hat sich der Microsoft Edge Browser erheblich verbessert und ist auch deutlich stabiler als in der vorherigen Build.
Ja, was gibt es sonst Neues? Das Microsoft Snipping Tool, ihr kennt es vermutlich als die Screenshot-Software von Windows 8 oder Windows 7 eigentlich. Und hier ist auch ein neues Feature hinzugekommen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, aber jetzt kann man eine kleine Verzögerung beim Erstellen eines Screenshots hinzufügen. Ist sicherlich praktisch und auch schön, dass es dieses Feature gibt. Und das ist eigentlich auch schon alles, was es hier gibt. Und auch noch eine Änderung gibt es bei der Fotos-App. Die schauen wir uns jetzt auch gleich mal an, was hier denn so neu ist. Ich hoffe, jetzt kommen keine peinlichen Fotos. Okay. Dann sehen wir uns dieses Foto mal an. Und was neu ist, ist eben, dass man jetzt ein Foto direkt mit einer anderen App öffnen kann. Das heißt, man geht hier auf diese drei Punkte rechts oben und drückt Öffnen mit. Dann sollte ein Menü angezeigt werden. Tut es aber in dem Fall nur für einen sehr kurzen Moment. Okay, das heißt, ich kann das jetzt auch direkt mit Photoshop Paint, mit dem Internet Explorer öffnen oder auch im Store nach einer ähnlichen App öffnen, die dann auch Fotos aufmachen kann und so weiter. Also endlose Optionen kann man sagen. Und ja, das war es eigentlich auch schon von diesen Features her. Es gibt wirklich ansonsten nichts Neues. Das einzige Neue, was ich persönlich, also was mir persönlich jetzt aufgefallen wäre, ist, dass im Blogpost von Gabe All und für die Windows Insider eben erstmals gesagt wird, dass es einfach keine größeren Bugs gibt. Und das ist doch schon sehr erfreulich. Also Microsoft weiß jetzt selbst und wir wissen jetzt auch, dass es wirklich keine schwerwiegenden Fehler mehr gibt in der 10.159er Build. Und langsam wird das Ganze auch schon sehr stabil und auch hoffentlich bald bereit für die RTM-Version. Ich habe auf jeden Fall keinen Zweifel mehr daran, dass Microsoft das noch bis zum 29. Juli hinkriegen wird. Es gibt ja noch einen knappen Monat bis dahin und in dieser Zeit kann ja auch ziemlich viel passieren, wie wir als Windows Insider selbst alle schon gesehen haben. Ja, das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.